Heute geht es darum, wie man mit einem Einsteiger-Wildlife-Objektiv, in meinem Fall dem Tamron 150 bis 600 mm Version 2, Bilder machen kann, wie mit dem Canon RF 600 Blende 4. Wir schauen uns erstmal einmal an, was das Canon 600 mm kostet, und zwar 15.000 Euro. Und wenn wir hier mal einmal schauen, Tamron 150 bis 600, da Version 2. Das kostet unverbindliche Preisempfehlung 1299. Ich glaube, ich habe es damals gekauft für 900 oder 1000 Euro. Das ist so ja, ein Einsteigerobjektiv, wo man schon eine ganz gute Distanz erreicht und somit die Tiere relativ nah, ja, vor die Linse bekommt. Das Problem bei diesen Einsteigerobjektiven, nenne ich sie mal, ist, dass die Schärfe und die Lichtstärke nicht so stark und gut ist wie bei dem Original eben von Canon. Und jetzt muss man überlegen, ob es einem das 15-fache wert ist. Ich bin nicht bereit, 15.000 Euro für ein Objektiv auszugeben und habe mir deshalb überlegt, wie bekomme ich trotzdem einen ähnlichen Bildlook hin, ohne so viel Geld auszugeben. Und ich habe dafür einen Workflow entwickelt, wie das ganz gut funktioniert. Wir schauen uns das mal an anhand dieses Beispiels. Der Feldhase auf dem Feldweg fotografiert eben mit dem Tamron bei 600 mm. Wo haben wir es? Da. Brennweite 600 mm. 640. Sekunde Belichtungszeit. Blende F7 ein abgeblendet. Ich hätte auf 6,3 fotografieren können, aber ich bilde mir ein, dass es ja so ein bisschen schärfer ist. Die Schärfe ist auch okay, wenn nicht perfekt, aber okay. Und ja, wir haben hier das Problem, dass wir dann auf 12.800 ISO gehen beim Sonnenaufgang. Ich weiß gar nicht, steht die Uhrzeit hier? Nee, steht jetzt nicht hier, doch hier unten. Genau. 4:43 Uhr im Juli, also sehr, sehr früh vor Sonnenaufgang. Und da ist das Licht natürlich noch echt bescheiden. Und so ein Objektiv kommt dann an seine Grenzen. Fotografiert habe ich das Ganze mit der 6D Mark II, die ISO-technisch jetzt okay ist, aber auch nicht das ISO-Wunder. Und man sieht das ja hier auch ganz gut, das Rauschen im Bild. Und ich habe mir dazu dann damals das DxO Pure RAW angeschaut und habe da einen Testzeitraum durchlaufen von 30 Tagen, beziehungsweise ich habe am dritten Tag, glaube ich, habe ich das Produkt schon gekauft, weil die Ergebnisse Wahnsinn sind. Wir schauen uns den Vergleich direkt mal an. Das hier ist jetzt einmal durch die Software gelaufen und man kann den Unterschied klar sehen. Wenn ich einmal das vorige und nach der Optimierung, die Schärfe ist deutlich verbessert, das Rauschen deutlich vermindert und lichttechnisch wurde auch ein bisschen was angepasst. Sieht man hier, glaube ich, noch mal ganz gut. So, und da habe ich schon echt ein gutes Bild. Und wie wir jetzt aber zum perfekten Bild kommen, was dann nachher so aussieht mit einer schönen Freistellung, tollen Helligkeit, schönem Lichtfall und so weiter, damit wir dann bei Instagram so ein schönes Porträt veröffentlichen können, was eben aussieht wie mit einer sehr teuren Linse gemacht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen dazu wieder zur Version Rausch optimiert. Ja, sehen wir hier. Aber ansonsten wurde hier noch nichts gemacht. Da gehen wir dann mal in Entwickeln rein. Und ja, jetzt zeige ich dir mal Schritt für Schritt, wie ich hier vorgehe und wie mein Workflow so aussieht. Also als erstes würde ich mir den Ausschnitt einmal wählen. Das ist im Übrigen das Original, kein Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, wie weit jetzt dieser Feldhase von mir entfernt war. Vielleicht 10, 15 Meter. Vielleicht dazu noch mal einmal ganz kurz. Ist vielleicht auch ein eigenes Video wert. Wie ich vorgehe, wenn ich jetzt, also ich pirsche eigentlich nur, ich sitze kaum an, das heißt, ich gehe spazieren, leise und vorsichtig und die Tiere, die ich entdecke, fotografiere ich. Hier war es so, dass der
der Feldhase eben auf dem Weg dann auftauchte. Und ich gehe da eigentlich immer gleich vor. Ich versuche so schnell wie möglich, aber natürlich so unauffällig und vorsichtig wie möglich, in die Hocke zu gehen, mich also auf die Höhe des Tieres zu begeben und mein Objektiv, Kamera und Objektiv direkt vors Gesicht zu halten. Denn egal wie ich jetzt getarnt oder nicht getarnt bin, meistens bin ich eigentlich nicht getarnt, ich gehe nur nicht mit auffälligen Farben in die Natur, bin ich dann schon ja, nicht mehr als Mensch zu erkennen. Wenn ich in der Hocke bin, habe ich nicht mehr die Maße eines Menschen. Also das Tier, egal ob Hase, Reh oder Fuchs, weiß nicht, was da ist. Es erkennt was, es hört was, es sieht was, vielleicht riecht es was, aber es weiß nicht, was es ist. Und dadurch, dass ich mir die Kamera und das Objektiv auch noch vors Gesicht halte, ist eben mein Gesicht auch versteckt. Ja, das kurz noch zum Ablauf, wie ich so ein Tier dann fotografiere. Und dann bleibe ich in dieser Hocke, in dieser Position und ich sage mal in 80% der Fälle, oder sagen wir 50-50, gehen die Tiere dann weg, bleiben sitzen oder kommen noch näher ran. Das war jetzt letztens beim Fuchs der Fall. Hier beim Feldhasen ist schon ein bisschen her. Ich glaube nicht. Ich glaube, der blieb an Ort und Stelle, drehte sich noch ein paar Positionen, sodass ich eigentlich ganz gute Bilder machen konnte. Aber zurück zur Bearbeitung. Mein Ausschnitt, ja, den will ich als allererstes, ich würde hier schon ein bisschen reingehen, den dann auf die Achse hier positionieren und das einmal bestätigen. Dann ist der erste Schritt bei mir eigentlich immer, dass ich das Motiv auswähle und das Ganze dann dupliziere und umkehre, damit ich sowohl einmal den Hintergrund und auch den Vordergrund habe. Und hier haben wir jetzt eigentlich schon ja, eins der Hauptteile, die ich dann mache. Ich habe jetzt den Hintergrund ausgewählt, gehe hier aber nochmal rein, weil ich sehe, er hat von dem Hasen auch ganz schön viel mitgenommen. Da gehen wir nochmal rein und zwar auf Subtrahieren, Pinsel. Bisschen weiter reinzoomen. Wählen den nochmal aus. Subtrahieren Pinsel und nehmen die Ohren wieder ein bisschen raus aus der Maske. So. Ja, das ist okay. Das Bild im Übrigen verschieben, während man in der Maskenbearbeitung ist, das macht man mit der Leertaste und dann eben mit der Maus verschieben. Wenn ich die Leertaste drücke, dann bekomme ich das Handsymbol statt dem Pinselsymbol. Ja, ich mache das jetzt hier nicht im Detail und verfeinere das, sondern wir gehen jetzt mal in die Übersicht oder können hier eigentlich noch mal einmal hinzufügen, auch Pinsel und den hier noch mal einmal ausfüllen. Pinsel 1 ist subtrahieren. Das nehmen wir nochmal wieder raus. So. Dann gehen wir wieder in die Maske rein. Also die Maske umgekehrt ist der Hintergrund. Maske 1 ist das Motiv. Man kann das, glaube ich, auch noch benennen. Ich mache das aber tatsächlich nie, denn ich habe nachher 10 Masken oder so. Da sehe ich hier schon anhand der Vorschaubilder, was ist. Und das reicht mir vollkommen aus. So, wir gehen also in Maske umgekehrt und das erste, was ich jetzt mache, Überlagerung mal wegmachen, dann kann ich meine Änderung gleich sehen. Ich gehe in den Kontrast und nach der Optimierung mit dem Pure Raw, heißt es glaube ich, hat sich ja schon einiges am Licht und an der Unschärfe im Hintergrund auch ein bisschen geändert, aber ich möchte das Ganze jetzt noch verfeinern und deshalb nehme ich den Kontrast ein bisschen raus. Ja, wenn wir den Kontrast hier drin haben oder den Kontrast rausnehmen, da entsteht schon ein bisschen mehr Unschärfe und ich nenne es mal Matsche im Hintergrund. Das Ganze können wir noch mit Struktur und Klarheit eben auch verstärken, diesen Effekt. Ich übertreibe das jetzt mal einmal, Struktur weit runter, Klarheit weit runter. So, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen unecht aus, würde ich sagen. Deshalb, das ist eine Nummer zu doll. Also Struktur kann schon ordentlich raus, aber Klarheit, da würde ich es nicht übertreiben. Nur so ein Stück. Und wenn wir uns jetzt einmal hier den Effekt anzeigen lassen,
dann sieht das Ganze so aus. Vorher, nachher. Das macht schon einiges aus. Dann würde ich jetzt aus der Maske rausgehen. Am Feldhasen selbst ändere ich jetzt, glaube ich, nichts. Ich gucke mal einmal. Vielleicht die Belichtung ein bisschen hochziehen, genau. Und hier nochmal die Belichtung etwas runter. Und dann kann ich im Gesamten die Belichtung nochmal wieder hochziehen. So, als nächstes, was ich dann mache, ist, ich gehe in die Kurven, ziehe mir die Tiefen etwas runter, die Höhen minimal hoch. Ja, noch ein bisschen heller die ganze Geschichte. So, hier verändere ich erstmal nichts. Was ich ganz zum Abschluss noch mache, ist die Sättigung. Dadurch, dass ich viel an Kontrasten, Kurven, Tiefen, Höhen arbeite, wird das Bild auch insgesamt gesättigter. Und das ziehe ich nachher nochmal so ein bisschen wieder raus. Aber das mache ich dann zum Abschluss, wenn ich mit allen Arbeiten erstmal fertig bin. Ich gehe jetzt auf Neue Maske erstellen, nehme mir den linearen Verlauf und fange mal an, die Ecken einmal abzudunkeln. So bekommen wir insgesamt nachher noch mehr so einen 3D-lastigen Look statt so einen flachen, langweiligen Look. Das Ganze mache ich jetzt aus verschiedenen Ecken. Passe da auch immer wieder an, ne? Also das ist nicht mit einem Mal getan, sondern ich gucke mir dann nachher an, reicht mir das so. Ich übertreibe das da auch nicht, also so sieht natürlich unsinnig aus. Aber so ein bisschen abdunkeln macht das Bild schon immer ganz schicki. So, die drei lasse ich jetzt erstmal. Jetzt erstelle ich eine neue Maske und zwar einen Radialverlauf. Und mit der simuliere ich nochmal so ein bisschen das Licht. Das Licht kommt von hier. Hier war Osten, Sonnenaufgang. Der Hase sitzt so ein bisschen im Sonnenlicht. Und das verstärke ich jetzt einmal, diesen Effekt, indem ich hier ein bisschen aufhelle. Sonne ist gelb, deshalb gehe ich ein bisschen im Weißabgleich, in der Temperatur ins Gelbe statt ins Blaue. Und dann können wir uns das Ganze schon mal bis hierhin vorher nachher angucken. Da hat sich schon ein bisschen was getan, also das sieht schon ganz nett aus, wie ich finde. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, alles muss so aussehen, wie es vor Ort ausgesehen hat. Ja, es sollte ehrlich und ähnlich sein. Es sollen hier keine KI-erstellten Fotos sein. Aber wenn mich ein Grashalm stört oder mich störte zum Beispiel das hier oben, sieht man im fertigen Bild, wenn ich das fertige Bild finde, da, das stempel ich weg. Und ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, der hier stört mich eigentlich auch noch und der auch noch ein wenig. Das würde ich jetzt eben einmal wegmachen. Das ist natürlich dir überlassen. Du kannst das handhaben, wie du möchtest, kannst es stehen lassen oder eben auch wegstempeln. Ich stempel das einmal weg, dazu zoome ich rein, aber erstmal mache ich den Stempel deutlich kleiner, weniger weiche Kante, gehe jetzt wieder rein und guck mal, was er mir da kopiert. Das fällt sehr auf, also ist schlecht. Ich ziehe den mal daneben, das sieht besser aus. Und dann nehme ich den hier noch weg. Sehr gut. Hier oben ist ein bisschen schwieriger, weil wir hier direkt an den Ohren sind. Das ist mir beim Originalbild aufgefallen. Dann kopiert er halt was über die Ohren. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Ich probiere das jetzt trotzdem mal. Ich ziehe das auch nicht in einem durch. Ich mache daraus mal zwei. Einmal hier. Und ein bisschen kleiner. Einmal hier. Wahrscheinlich zu weit gewesen. Sehr, sehr auffällig, prägnant. Gucken wir mal, ob wir den woanders herholen. Ah, so kann ich, glaube ich, damit leben. Gucken wir nochmal vorher, nachher. So.
Ja, witzigerweise sieht eigentlich der Bereich hier aus, als wäre er gestempelt. Achso, der ist ja auch von da gestempelt, okay. Gut, ich glaube, ich kann damit leben. Was wir auch noch machen können, wenn wir jetzt die Helligkeit noch mal ein bisschen erhöhen, dann verschwimmt das Ganze noch so ein bisschen mehr. Ja, also wer es nicht weiß, dem fällt es, glaube ich, nicht auf. Daher ist das schon okay so. Wie hatte ich das hier gelöst? Gucke ich noch mal. Achso, ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen weiter zugeschnitten. Aber wenn man es weiß, fällt es auch hier auf. Wenn man es nicht weiß, fällt es gar nicht auf. Also daher, das passt schon. Ja, und dann kommen wir dem Endergebnis eigentlich schon recht nah. Lichter kann man nochmal gucken, ob man da noch was verändert. Ich ziehe die oft noch ein bisschen runter. Ich finde, wenn man mal hier auf diesem Bereich achtet, wenn man die Lichter ein bisschen runterzieht, wirkt das schon noch ein bisschen mehr. Dieses Sonnenlicht, was hier in echt reinkommt, nicht das, was ich hingesetzt habe, wirkt dann schon noch ein bisschen mehr. Ich gehe im Weißabgleich immer noch mal auf Automatik und guck mal, ob mir das Ergebnis dann besser gefällt. Das ist Original. Automatik finde ich eigentlich ganz schön. Wie habe ich es im Original? Auch da habe ich auf Automatik gestellt. Würde ich hier auch machen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und dann sind wir eigentlich schon am Ende mit dem Bild. Ich sehe hier übrigens wieder, dass es wieder über die Ohren geht. Dann noch ein bisschen rausziehen. So ist besser. Und jetzt können wir eben, also man kann natürlich an den Details auch noch viel mehr feilen. Ich könnte noch mal sagen, ich will es hier selbst auch noch mal schärfen. Ja. Wäre mir aber dann eine Nummer schon zu stark. Deshalb, das lasse ich mal draußen. Das ist gut geschärft. Luminanz, damit kann ich noch spielen. Auch wenn man dieses Pyro Raw nicht hat oder nicht sich kaufen möchte, besteht natürlich die Möglichkeit über Schärfe und Luminanz in Lightroom das manuell zu machen. Geht aber nicht ganz so gut wie eben über die Zusatzsoftware. Jetzt muss man einmal gucken. Das hier ist das Original. Wenn wir das bearbeiten mit Schärfen und Luminanz, gucken wir mal einmal rein. Na, wieso will er denn jetzt nicht hier? So. Okay, hier war schon ein Preset drauf, das ist schon ein bisschen geschärft. Ja, also wenn ich es über Lightroom machen wollen würde, ich mache das mal eben auf die Schnelle, dann würde ich eben so machen, dass ich hier im Gesamten gar nicht so viel Schärfe setze, aber eine sehr hohe Luminanz, dass ich dieses Rauschen ein bisschen rausbekomme. Dann würde ich das gleiche machen wie eben. Ich würde Motiv wählen. Das dauert immer einen kleinen Moment. Dann umkehren und duplizieren. Und hier wieder ein bisschen Kontrast raus, Struktur raus, Klarheit raus. Auch dann verschwindet so ein bisschen das ISO-Rauschen. Und ich kann jetzt über die Maske des Feldhasen nochmal eben in die Schärfe gehen und die hochziehen. Und dann ist das Ergebnis hier auch okay, also annehmbar. Ne? Nochmal, die Zusatzsoftware macht da schon echt einen sehr, sehr guten Job. Also ich bin oft erstaunt, aber so geht es auch. Und für Instagram reicht es allemal, wenn man jetzt hier so ein bisschen die Belichtung hochzieht, Kontrast reinbringt in die Tiefen eben wieder, dann ja, ist das auch ein nettes Bild. Ich gehe diesen Weg. Der ist noch eine Nummer detailreicher und meiner Meinung nach schöner. Ja, und meiner Meinung nach ist das auch dann die Möglichkeit, wirklich solche Bilder zu erzielen, die man eigentlich nur mit Profi-Equipment erzielen kann. Ja, warten mal, bis die Schärfe hier kommt. Jetzt. Dieses Bild kannst du in den Lichtverhältnissen nie und nimmer mit einem Tamron oder einem Sigma oder wie auch immer machen, mit dem vorhin gezeigten, na, wo haben wir es? Mit dem vorhin gezeigten Canon 600 F4 ist es sicherlich möglich bei guten Lichtverhältnissen, aber 15.000 Euro gegenüber, ja, Lightroom und die Zusatzsoftware, ich weiß nicht, was das kostet, aber die Zusatzsoftware, glaube ich, kostet 100 Euro. Lightroom gibt es im Abo, Lightroom Classic.
Ist deutlich weniger und das Objektiv kostet eben knapp 1000 Euro. Also da ist ein riesen Preisunterschied für ein, würde ich sagen, sehr, sehr ähnliches Ergebnis, was Schärfe, Licht und Auflösung des Hintergrunds, ne? Darum geht es auch viel, was diese paar Dinge angeht, kann man hier ähnliche und vor allen Dingen eben sehr gute Ergebnisse erzielen. Und mir reicht das vollkommen aus. Und ja, solange mir keiner das Canon 600 F4 vor die Nase legt und mir schenkt, werde ich diesen Weg weitergehen. Und ich glaube, wie gesagt, das Ergebnis spricht für sich. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du kannst da ein bisschen was für dich mit rausnehmen und vielleicht meinen Workflow mal anschauen und gucken, ob das auch was für dich ist. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Bildbearbeitung und natürlich vor allen Dingen beim Fotografieren.